Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir erklären, wie du Gate14 Akasha Chronicles am besten für dich nutzt und den maximalen Nutzen herausholst. Heute ist es erschienen, Gate14 Akasha Chronicles. Ich habe zwei weitere Videos gemacht, wo ich dir in dem einen Video ganz genau erzähle, was die Akasha Chronik ist, dir die Technik mitgebe und im anderen Video gehe ich direkt auf die Frequenz ein, wie sie genau funktioniert, wie sie aufgebaut ist und strukturiert ist. Und in diesem Video werde ich darauf eingehen, wie du Akasha Chronicles am besten nutzt, vor allem diese zwei Trainings, also die Trainingsversion und die Adventure-Version. Du startest am besten direkt immer mit der Trainingsversion, darum auch die Trainingsversion, so lange bis du das Codewort Akasha und die Visualisierung so verinnerlicht hast, dass du dann in der normalen Meditation merkst, boah, wenn ich das anwende, da passiert schon was, dann switchst du rüber in die Adventure-Version. Ja? Das ist das Erste. Ganz wichtig ist, ich habe bei diesen Frequenzen eine neue Technologie eingebaut, die wirklich ziemlich intensiv ist. Das heißt, du wirst zwischen 10 bis 20 Minuten schon merken, wie du dein Bewusstsein in eine andere Ebene gebracht hast. Ja? Und um dich leichter in diesen Zustand hinein zu manövrieren, wird Folgendes passieren. Da kannst du dich gleich darauf einstellen. Am Anfang wird es so sein, vor allem in den ersten vielleicht 2 Minuten oder später auch, wird es passieren, dass dein Körper anfängt zu jucken, dass du dich kratzen musst, dass du dich bewegen musst, dass du dich umdrehen musst. Ja? Tu es nicht. Denn die Frequenz ist so aufgebaut, da läuft im Hintergrund hinten links ein 1,05 Hertz isochroner Ton, der immer so bap, bap, bap macht. Und der sagt deinem Gehirn, du bist in einer Tiefschlaffrequenz in Richtung Delta in Kombination mit Epsilon-Frequenzen. Das heißt, dein Gehirn glaubt, du bist im tiefsten Tiefschlaf und wird sofort anfangen, einen Test zu machen mit dir. Das heißt, der Körper wird herausfinden wollen, schläfst du, bist du schon im Tiefschlaf oder bist du noch wach? Und dazu wird der Körper dir Signale geben, wie Juckreiz, Bewegung, Umdrehen, dich kratzen und so weiter. Und das wird relativ schnell passieren, relativ vielleicht in den ersten paar Sekunden bis zu den ersten paar Minuten oder in den ersten 10, 20 Minuten wird das passieren, wo du dann, wenn du merkst, du musst dich jetzt kratzen und das ist so schlimm, dann wirst du wissen, dass dein Körper gerade die Frequenz annimmt und einen Test macht, ob du wach bist. Und wenn du dich dann juckst, dann sagt dein Körper, okay, er ist noch wach, dann schütten wir keine Hormone aus, kein Melatonin, das dich dann in diese tiefe Trance hineinführt. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn du gerade merkst, okay, Bewegungsdrang und so weiter, umgehe das, nutze es einfach, versuch das einfach anzunehmen, versuch dich virtuell zu kratzen oder einfach komplett zu ignorieren, so wie ich es tue. Und dann wirst du merken, du wirst unmittelbar danach merken, dein Körper macht diesen Test und du ignorierst diesen Test vollkommen. Es ist dir komplett egal, ob du dich jucken musst oder kratzt oder du bewegst dich beinahe nicht, ja. Dann wirst du merken, wenn der Körper, der macht den Test ein paar Mal hintereinander, manchmal, dann wird er sofort merken, okay, du schläfst wohl schon, wenn du gleichzeitig noch visualisierst dabei. Und dann wird er anfangen, das ganze Melatonin rauszuknallen und dann wirst du sozusagen sofort in eine andere Bewusstseinsebene geschossen und dann bist du schon connected. Also das ist so das Erste, was du als Nutzung nutzen sollst und als wichtiger Hinweis dafür. Ne? Ich empfehle dir, du kannst das entweder im Sitzen machen oder im Liegen oder so im Halbliegen und Halbsitzen. Also du legst ein paar Polster hin und legst dich hin und gehst ein bisschen so nach vorne, dass du nicht einschläfst dabei. Und dann hörst du dir das an. Später kannst du es im Liegen machen, wenn du trainierst, du deine Achtsamkeit trainiert hast, dass du nicht immer einschläfst bei Frequenzen. Ja. Sonst kannst du es auch nutzen in der normalen Meditation, in der normalen Sitzhaltung, aber du musst halt dann wirklich so gut sein, dass du schon 50 Minuten oder wenn nicht länger in der normalen im Schneidersitz sitzen kannst, ohne dass dir deine Füße einschlafen und so weiter. Ja. Das heißt, deswegen eher so im Liegen oder so, wie von Massagesessel dann zu liegen. Ja. Dann empfehle ich dir die Frequenz, die kannst du im Grunde immer hören. Am leichtesten ist es vorm Schlafen gehen, also nicht direkt vorm Schlafen gehen, wenn du sagst, du schläfst immer um 21 Uhr ein oder um 23 Uhr,
dann nicht um 23 Uhr das zu hören, weil dann wirst du in der Regel, dein Körper wird sofort Melatonin ausschütten und du wirst in der Regel immer davor einschlafen, sondern wenn du in der Regel so deine Schlafenszeit 23 Uhr ist, dann geh um zwischen 20 und 21 Uhr ins Bett und starte dann mit der Frequenz, weil dann hast du noch genug Serotonin und kannst die komplette Frequenz anhören. Weil dann geht dein Gehirn eh schon in Richtung Alpha vom Abend und dann wird es dir einfach leichter fallen. Was auch gut funktioniert ist, wenn du direkt in der Früh aufstehst und als erstes, was du tust, ist, du stehst auf und startest sofort mit der Trainingsversion, weil dann kommst du von Theta und Alpha rauf, wirst wach, hörst du sofort die Frequenz und die schiebt dich sofort runter. Und wichtig ist es da in der Früh, dass du aber nicht wieder einschläfst. Ja? Dann wirst du auf jeden Fall was sehr, sehr Krasses erleben. Es kann sein, dass du in der Früh einschläfst, dann könnte es passieren, dass du dort halt übersinnliche Wahrnehmungen hast, sprich außerkörperliche Erfahrungen, luzides Träumen, irgendwelche Visionen, Stimmen hörst und so weiter. Das ist dann ganz natürlich. Wenn du sagst, du willst wirklich mystische Erfahrungen provozieren, dann mach Folgendes. Dann schau dir im Shop bei dieser Frequenz, gibt es einen Reiter, der nennt sich Videos, und dort habe ich ein Video eingebaut mit einer Schlafunterbrechung, wie du Schlafunterbrechung richtig machst. Dann nutze diese Frequenz in der Schlafunterbrechung, also sprich, du schläfst normal 4-5 Stunden, dann stehst du auf, bleibst kurz wach, so eine halbe Stunde, und dann legst du dich hin und dann hörst du GT14, die Adventure oder die Trainingsversion, vor allem die Adventure-Version wird dann sehr interessant, und dann schläfst du ein mit der Adventure-Version und dann wirst du eine sehr krasse mystische Erfahrung erleben, wenn du es öfter gemacht hast und trainiert hast. Ja. Alternativ kannst du GT14 natürlich auch am Tag hören, wann es dir passt. Am intensivsten wirken sie vor allem am Anfang in der Früh nach dem Aufstehen oder so 1-2 Stunden, bevor du sonst ins Bett gehst. Ja. Du darfst nur nicht zu müde sein. Wichtig ist vor allem bei dieser Übung, dass du lernst, bewusst deinen Bewusstseinszustand, dass du genug Energie aufbaust. Und ich empfehle dir übrigens unabhängig von GT14 eigene Übungen zu machen, zur Stärkung deiner Intuition und Energieübungen zu machen. Also Übungen, die dir helfen, deinen Energiehaushalt zu verbessern. Also zum Beispiel deine Ernährung umzustellen. Ich selber zum Beispiel ernähre mich vegan mit glutenfrei. Esse sehr oft auch roh vegan, das heißt, da kriegt man an sich schon viel Energie, wenn du regelmäßig dich ausgeschlafen hast, also wenn du viel schläfst und immer sozusagen dadurch genug Energie zur Verfügung hast, wenn du Yoga regelmäßig praktizierst, idealerweise jeden Tag, Vormittag, oder Übungen, die deine Chakren öffnen, wie die 5 Tibeter und so, einfach so Dinge machen, die dir passiv Energie geben, ja, oder wenn du allgemein idealerweise natürlich jeden Tag mehrmals meditierst, dann baust du damit automatisch schon einen Energieüberschuss auf, ja. Oder wenn du die anderen Gates nutzt, vor allem die neuen Versionen von Gate 1, 2, 3 und 4, dann wirst du merken, das hilft dir an sich schon, deine Energie zu aktivieren, zu vergrößern, und allgemein gibt dir das Werkzeuge mit, die dir vor allem in Gate 14 sehr, sehr stark helfen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, wenn du sagst, du willst das wirklich richtig professionell nutzen, dann nutze Gate 1 bis Gate 5 oder 6 idealerweise. Das wird dir einen Booster geben, um GT14 das Maximale rauszuholen. Ja? Weil GT1, wie du auch schon weißt, hilft dir sehr stark, in dieses Nicht-Denken hineinzukommen, um das zu verankern, was wir natürlich alles in GT14 nutzen. GT2 hilft dir, deine Visualisierung massiv zu intensivieren. Die Visualisierung ist auch ein super Werkzeug, um in der Akasha-Chronik die Informationen zu lesen und zu interpretieren und auszuwerten, zu analysieren. Dann geht es in G3, Verbindung zum Subconsciousness, zum Unterbewusstsein, was natürlich das perfekte Werkzeug ist, um G14 perfekt zu nutzen und auch dir die Erinnerung zu geben von dem und mit dem Codewort Recall, dir die ganze Information mit denen umzugehen und das in das Gehirn abzuspeichern, also von der Akasha-Chronik in dem Gehirn zu übertragen. Und dann das neue G4, auf das ich sehr, sehr stolz bin, was dir helfen wird, deinen Zustand, deinen Körper loszulassen, damit du viel leichter in Trance fallen wirst. Und halt das GT5, GT6 ist selbstverständlich natürlich das Still State, diese Brücke, dein Gehirn in EEG-Modus auf Null zu setzen, dass man im Gehirn sieht, okay, zack, und dann ist eine Linie da, dann weißt du, du bist disconnected von der Welt, Breakthrough. Und dann halt GT6, wo du halt über die Brücke von Still State mit diesen ganzen Vorwerkzeugen dann rüber gehst in den Zustand der Connection zu deinem höheren Selbst, wobei das höhere Selbst ein Teil der Akasha-Chronik ist und sozusagen, wo du dich viel leichter mit diesem Bewusstsein koppeln kannst. Ja.
Ja, und dann geht halt die Reise dann weiter halt in den nächsten Ebenen. Und GT14 ist halt ein super Werkzeug, vor allem auch in Kombination mit G12 und G11, also dieses Soul Healing, wo du dich befreist von diesen ganzen Sachen, die, ich nenne das so Schmodder, die es an dir heftet, Blockaden und so weiter. Ne? Ja, aber ich war ein bisschen ausgeschweift. Ich will nur sagen, dass das Gate-Programm einfach nur ein Programm ist, ein Werkzeugkasten ist und alles aufeinander aufbaut und die halt mit den Werkzeugen, wo du halt dann solche Sachen machen kannst, wie Akasha Readings jetzt, ja. Gut. Ja, wie sollst du es noch am besten nutzen? Also du nutzt halt die Trainingsversion idealerweise so ein- oder zweimal am Tag, je nach Zeitverfügung, die du hast. Und das idealerweise so 7 Tage hintereinander, mindestens 7 Tage. Also du hörst jeden Tag mindestens einmal die Trainingsversion, verankerst diesen Anker sehr gut und dann wirst du selbst merken, ich würde dann immer einen Gegencheck machen, das heißt, du hörst dir Vormittag zum Beispiel in der Früh die Trainingsversion an und Nachmittag oder vorm Abend meditierst du normal in deiner normalen Meditation und machst halt die Übung. Also du stellst dir den Lichttunnel vor, ohne Frequenzen, ohne nichts, also ganz normale Orbach Schlafmaske, stellst dir genau das vor, wie du es halt in der Trainingsvision gemacht hast, nutzt das Codewort Akasha, wartest wieder eine Minute, dann wieder Akasha oder du sagst dein Unterbewusstsein, liebes Unterbewusstsein, bitte bringe mich in den Bewusstseinszustand Akasha. Und dann wirst du merken, wie sich dein Bewusstsein immer leichter verbindet mit dem, was du verankert hast in der Hypnose. Und dann wirst du merken, je leichter du in der normalen Meditation reinkommst mit den Codewörtern Akasha und mit der Visualisierung, desto eher kannst du dann dich von der Trainingsversion distanzieren. Und dann wechselst du von der Trainingsversion in die Adventure-Version, die statt 55 Minuten am Schluss die Auflösung nicht mehr hat, also diese Verankerung nicht mehr hat, sondern direkt dann, nachdem du nach 30 Minuten sozusagen deine Induktion durch hast, dann direkt rüber geht in 50 Minuten Bewusstseinszustand dieses medialen Bewusstseinszustandes. Und dann kannst du dann trainieren, das heißt, du hörst dann die Akasha-Version, die Adventure-Version an, meditierst ganz normal damit und dann gehst du in diesen Zustand rein und hältst dich dort auf und versuchst dann die Informationen zu interpretieren. Idealerweise natürlich, wenn du GT1 trainiert hast, dass du dann, wenn du merkst, okay, du denkst jetzt nach, dann geh in den Zustand Blue und dann wirst du merken, jetzt wird es wieder ruhig und du deaktivierst deine Filter und dann kann das durch Intuition wieder in dich reinkommen. Ja. Da wird dir auf jeden Fall G2 massiv helfen, denn diese Intuition verstärkst du idealerweise am besten, indem du deine Visualisierung und deine Chakren öffnest und deine Energie aufbaust. Ja, das macht alles G2. Gut, also die neue Version von G2 vor allem. Ja. Gut. Ja, und dann nutzt du sozusagen die Adventure-Version und die nutzt du halt regelmäßig, wann es dir dann belieben ist, idealerweise auch 7 Tage jeden Tag hintereinander, also jeden Tag einmal oder zweimal, wie es dir passt. Und dann wirst du merken, wieder als Gegenprobe in der normalen Meditation, okay, du machst die Augen zu, machst deine Anker, deine Codewörter, deine Visualisierung von Gate 14. Und wichtig ist, ich komme gleich auf die wichtigen Infos, dann wirst du merken halt, okay, jetzt klappt es auch so und dann brauchst du die Frequenz irgendwann gar nicht mehr. Ein paar Tipps, die ich dir empfehle, dass in der Frequenz nicht so angedeutet wurde, weil du ja schon in einer tiefen Trance bist, ist, es gibt ja die Phase, wo du dann in dieses Licht hinauf schwebst und immer höher gelangst und je höher du gelangst, desto höher wird deine Schwingung. Ja. Da ist es wichtig, dass du dir, falls es dir möglich ist, dass du aus dir heraus einen Ton hörst, so ein Piepsen, ja, und dieses Piepsen, das ist deine eigene Schwingung, ja, und dann versuche dieses Piepsen mit der Intuition, dass die Akasha-Chronik selbst wie ein Piepsen hat, wie ein eigener Ton, und dass dieser Ton mit deinem Ton übereinander stimmt. Das ist jetzt sehr schwer zu erklären, aber in der normalen Meditation, wenn du zum Beispiel jetzt Orbax drin hast, ja, und dann hörst du ja so ein Piepsen, so ein Hochton, so ein Piep, ganz hoher Ton, dann versuche eins zu werden, dich aufzulösen in diesem Ton, eins zu werden mit diesem Ton, weil das ist deine eigene Signatur und dann versuch wirklich zu transzendieren, dich in diesem Ton aufzulösen, eins zu werden mit diesem Ton und gleichzeitig stellst du dir halt vor, wie du in dieses Licht hinaufgehst und dann stellst du dir vor, dass die Akasha-Chronik auch einen eigenen Ton hat und dass dein Ton, während du dieser Ton geworden bist, sich verbindet mit dem Ton der Akasha-Chronik.
Du musst es nicht zwingend hören, aber es wird dann irgendwann kommen. Du wirst dann den anderen Ton hören und dann selbst eins werden mit diesem Ton. Und dann werden sich diese zwei Frequenzen überschneiden und dann wirst du sozusagen wie das Einwählen ins Internet, wirst du dann connected werden mit der Akasha Chronik. Das ist ganz wichtig. Also ich habe hier stehen Radio kalibrieren, also wie wenn du deine Frequenz fein abstimmst, dass du dann wirklich eins wirst mit dem und mit winzigen Bewegungen den Klang so möglich zu erfassen. Ja, das ist ganz wichtig und dann wird es halt passieren, dass du halt am Anfang vielleicht wenig wahrnimmst und dann immer mehr wahrnimmst, Visionen kriegst, Symbole, Stimmen hörst, Wahrnehmungen kriegst und so weiter und später führt das dann automatisch dann in außerkörperliche Erfahrungen, luzide Zustände und so weiter und so fort. Ja, wichtig ist es, du auf jeden Fall auch, wenn du normal meditierst, später in der Adventure-Version oder halt in der normalen Meditation ohne nichts, dass du auch immer deine geistigen Helfer, Engel, Geistführer und so weiter holst und dann auch dein Unterbewusstsein sagst, bitte aktiviere die Intuition, werde eins mit der Intuition, erhöhe die Energie, deine Schwingung, bitte darum, dass das erhöht wird. Das sind einfach Dinge, die dir helfen, dass also einfach Stützräder, die dir helfen, diesen Zustand zu gelangen. Gut, in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit der Akasha Chronik. Ich bin jemand, der schon sehr viel mit dem Zustand gearbeitet hat, weswegen ich schon viele Erfahrungen mache. Ich habe hier dir ein Video mit einem Erfahrungsbericht von mir, wo ich in der Akasha Chronik war, in einem außerkörperlichen Zustand. Wenn du das natürlich gemeistert hast, dann kannst du sowas erleben wie in diesem Video. Schau es dir auf jeden Fall an, ist sehr, sehr spannend geworden. In dem Sinne viel Spaß mit GET14 und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Papa.